Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut begrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Am kommenden Montag wird in der jüdischen Gemeinschaft der Versöhnungstag gehalten, der sogenannte Yom Kippur-Tag. Aber wussten Sie, dass dieser Tag auch für Christen heute von grundlegender Bedeutung ist? Nun, eines der vornehmlichsten Merkmale des Versöhnungstages ist das Erfordernis zu fasten. Während dieses Tages keinerlei Nahrung und keinerlei Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Warum hat Gott dieses Erfordernis verfügt? Warum ist es so wichtig, an diesem Tag zu fasten? Wir werden uns heute in dieser Predigt einmal näher mit der Bedeutung des Fastens auseinandersetzen. Zunächst einmal lesen wir die allgemeine Vorschrift im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Dritten Buch Mose, Kapitel 23 und angefangen in Vers 26. Dritten Buch Mose, Kapitel 23, angefangen in Vers 26. Da heißt es, der Herr redete mit Mose und sprach, Vers 27, am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein, und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Wir sehen also hier, dass sowohl der wöchentliche Sabbat als auch der jährliche Sabbat von der Zeitspanne des vorübergehenden oder vorhergehenden Abends gehalten wird bis zum nächsten Abend, denn so wurden ja die Tage im hebräischen Kalender berechnet. Schauen wir uns auch in 5. Mose Kapitel 8, 5. Mose Kapitel 8 Vers 3 an, was hier über den Versöhnungstag geschrieben steht. 5. Mose Kapitel 8 und in Vers 3. Denn hier wird näher darauf eingegangen, was mit Fasten gemeint ist. Im Hebräischen heißt nämlich das Wort für Fasten, das Wort Ana, A-N-A-H, so viel wie demütigen. Und wenn wir uns hier jetzt 5. Mose Kapitel 8 und Vers 3 ansehen, dann finden wir hier eine Erklärung des Wortes demütigen. Da heißt es nämlich, wie Mose hier sagt, gedenkt des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütige, das hier ist das gleiche Wort, Anna im Hebräischen, und versuchte oder auf die Probe stellte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und schauen wir uns jetzt an in Vers 3, wie Gott das Volk gedemütigt hat. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Also mit anderen Worten, man musste fasten und er speiste dich damit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das dir kund täte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn geht. Eine Aussage, die später von Christus Satan gegenüber wiederholt wurde. Wir schauen uns auch in Psalm 35 eine weitere Stelle an, die uns zeigt, dass Demütigen mit Fasten zu tun hat. Psalm 35 und in Vers 13. Psalm 35 und in Vers 13. Ich aber, sagt David, zog einen Sack an, wenn sie krank waren, tat mir wehe, oder im Hebräischen, demütigte mich mit Fasten und betete immer wieder von Herzen. Also hier in diesem Falle hat David sogar für seine Feinde gebetet, die in Not waren, und hat insoweit auch für sie gefastet. Nun, wir sprechen heute von geistlichem Fasten, nicht von Gesundheitsfasten, das ist ein anderes Kapitel. Geistliches Fasten wird angesprochen und das ist in der Tat ein Fasten, während dem man keine Nahrung zu sich nehmen soll und auch keine Flüssigkeit. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, die dies näher erklären in 2. Mose Kapitel 34. 2. Mose Kapitel 34. Ich möchte hier einfügen, dass allerdings Vorsicht bestehen sollte bei Menschen, die eine Krankheit haben oder eine Kondition haben, vom Medizinischen her gesehen, die das Fasten sehr gefährlich machen würde. In diesem Fall sollte man auf jeden Fall zunächst ärztlichen
Rat holen, um zu sehen, ob das nicht irgendwie zu Schwierigkeiten führen würde. Aber wir sprechen natürlich hier jetzt vom Normalfall. In 2. Mose Kapitel 34 lesen wir Vers 28. Da wird über Mose gesagt, dass er allda bei dem Herrn war, 40 Tage und 40 Nächte, und aß kein Brot und trank kein Wasser. Also hier wird klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dieses Fasten bedeutete, dass man keine Nahrung zu sich nahm und auch keine Flüssigkeit. Und dann schrieb er auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte, also die 10 Gebote. Auch im Buch Esther, im 4. Kapitel, findet ihr hier nach dem Buch Esra und Nehemia. Buch Esther, Kapitel 4 und in Vers 16. Da hat die Esther, die vor einer sehr schwierigen Aufgabe stand, Folgendes verkünden lassen. So gehe hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt. 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Denn das Gesetz besagte damals, in diesem Falle da in Persien, dass man erst die Erlaubnis haben musste, den König zu sehen. Aber die Esther hatte so eine wichtige Sache vorzutragen, dass sie bereit war, dieses Gesetz zu übertreten. Und sie sagt dann, und komme ich um, so komme ich um. Denn es lag jetzt am König zu entscheiden, ob sie deshalb hingerichtet werden würde oder nicht. Das war dies also eine sehr weitgehende und schwierige Entscheidung. Und bevor sie diese Entscheidung ausführte, hat sie darum gebeten, dass das Volk für sie fasten solle. Und sie würde also auch fasten. Aber hier der Zusammenhang war eben der, dass man nichts essen und nichts trinken würde. Auch im Buch Esra, im 10. Kapitel, Esra 10 und in Vers 6. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eljaschibs, und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Also hier sehen wir wiederum, dass dieses Fasten beinhaltete, dass man keine Nahrung zu sich nahm und auch keine Flüssigkeit. Und wir haben bereits schon gesehen, und werden jetzt noch weiter darauf eingehen, dass Fasten im Zusammenhang steht mit Leid tragen oder mit Weinen oder mit Klagen. Und zwar wegen der Schuld der Menschen. Es kann dies die eigene Schuld sein, es kann dies auch die Schuld sein, die andere über sich gebracht haben. Im Buch Nehemia, Kapitel 1 und Vers 4 wird dies deutlicher zum Ausdruck gebracht. Nehemia Kapitel 1 und Vers 4. Da heißt es, als ich aber diese Worte hörte, da setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und er sprach in Vers 5, ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der du hältst den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir sehen also hier, dass Nehemia Leid trug, fastete, weil er seine Sünde erkannte und bereute. Im Buch Esther, Kapitel 4, und Vers 3. Auch hier werden wir wieder den Zusammenhang sehen zwischen Fasten und Leid tragen. Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, das war dieses Gebot, alle Juden zu töten, da war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Also auch hier wiederum der Zusammenhang zwischen Fasten und Leid tragen. Wir können uns noch ein paar weitere Beispiele ansehen in Psalm 69. Psalm 69 und in Vers 11. Was dies alles zeigt und was wir nachher noch sehen werden, ist die Tatsache, dass Fasten nicht eine bedeutungslose Routinehandlung sein sollte.
sie hat eben, wie gesagt, großen Sinngehalt. Psalm 69 und Vers 11. Ich weine bitterlich und faste, und man spottet meiner dazu. Also vielfach wird natürlich ein solches Fasten von Menschen, die nicht unbedingt geistlich gesinnt sind, nicht anerkannt. In 1. Könige Kapitel 21, angefangen in Vers 27. 1. Könige 21, angefangen in Vers 27. Hier wird dem Ahab, der schlimmsten Könige von Israel und Juda, mitgeteilt, dass ihm ein großes Unglück widerfahren würde. Aber selbst dieser grausame und schreckliche König verstand etwas über Fasten, er verstand etwas über Reue. Und so lesen wir hier in 1. König 21 und Vers 27. Als aber Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbeter, dem berühmten Propheten. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Also auch hier wiederum der Zusammenhang zwischen Demütigen und Fasten. Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Also hier sehen wir wiederum, dass Fasten mit Weinen, mit Klagen, mit Leidtragen zusammenhängt, aber auch mit Demütigen. In Matthäus Kapitel 9. In Matthäus Kapitel 9 findet sich eine weitere interessante Stelle in diesem Zusammenhang. Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 14. Da kamen die Jünger des Johannes des Täufers, zu ihm, zu Christus, und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus antwortete ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen? Also hier wiederum der Zusammenhang zwischen Fasten und Leid tragen. Wie können die also Leid tragen, solange der Bräutigam Christus bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, und dann werden sie, man könnte sagen, Leid tragen, oder dann werden sie fasten. Schauen Sie, die Jünger damals brauchten deshalb nicht zu fasten, weil eben Christus bei ihnen war. Die brauchten nicht zu fasten, um Gott näher zu kommen, denn Christus war ja bei ihnen. Aber Christus sagt, der Zeitpunkt wird kommen, wenn ich von euch genommen werde, wenn ich sterbe, wenn ich auferweckt werde, wenn ich in den Himmel fahre, und dann werden sie fasten. Nicht vielleicht, sondern bestimmt. In Matthäus Kapitel 6 sagt er dies auch sehr deutlich. Matthäus Kapitel 6, angefangen in Vers 16. Da sagt er: Wenn ihr fastet, nicht falls ihr fastet, sondern wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du dich nicht von den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Schauen Sie, vom Versöhnungstag abgesehen, das ist ja ein Fasten, das vorgeschrieben ist. Da wissen natürlich die, die ihn halten, natürlich auch, dass jeder andere auch fastet, der ihn hält. Ist anderes Fasten so zu sehen, dass man sich nicht unbedingt damit vor anderen Leuten zeigen soll, um von denen jetzt Anerkennung oder Lohn zu erhalten. Es gibt eine Vergeltung, wie Christus hier sagt, einen Lohn für das Fasten. Doch der kommt eben nicht von Menschen, der kommt von Gott, dem Vater. Andere sollten das Ergebnis des Fastens in unserem Leben bemerken. Mit anderen Worten, die Früchte des Fastens, nicht unbedingt das Fasten selbst. Fasten sollte keine Routine sein. Und das ist ganz besonders notwendig und verführerisch am Tag des Versöhnungstages, denn da ist es ja befohlen. Und man könnte sich ja jetzt vorstellen, dass man es deshalb nur tut, weil es befohlen ist. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. In Matthäus Kapitel 9. In Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 16. Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 16. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Schauen Sie, er sagt dies im Zusammenhang seiner Aussage, dass sie fasten werden,
wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird. Das hatten wir gerade in Vers 15 gelesen. Jetzt Vers 17. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Er geht hier von einem neuen Verständnis zum Fasten aus. Man muss eine neue Erkenntnis gewinnen, wie man fasten soll, nämlich aus richtiger Motivation heraus. Wie wir noch sehen werden, haben die Juden im Alten Testament vielfach aus einer falschen Motivation heraus gefastet. Und das ist das, was Christus ablehnt. Und er sagt, Fasten ist wichtig, aber eben mit der richtigen Gesinnungshaltung. Denn eine physische Routine kann niemals Lohn im geistlichen Leben erhalten. In Lukas Kapitel 18 finden wir ein bedeutendes Beispiel in diesem Zusammenhang. Lukas Kapitel 18, angefangen in Vers 9, ein sehr berühmtes Gleichnis, was Christus hier uns sagt. Aber schauen Sie auch, wie das mit dem Fasten im Zusammenhang steht. Lukas Kapitel 18, angefangen in Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein oder gerecht zu sein, und verachteten die anderen. Dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder, oder man kann auch übersetzen, sei mir dem Sünder gnädig. Und wie hat jetzt Christus auf diese beiden Menschen reagiert? Was hat er gesagt? Vers 14, ich sage euch, dieser Zöllner, der ging gerechtfertigt in sein Haus. Nicht jener, nicht der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Schauen Sie, der Pharisäer dachte, dass sein Fasten zweimal in der Woche ihn automatisch gerecht machen würde. Aber das war ein schwerer Irrtum. Er vergleicht sich mit dem Zöllner und fastete insoweit, wenn man das so sehen will, mit Hader und mit Zank. Er verglich sich mit dem Zöllner und sagt, ja, ich bin nicht wie der, ich bin gerechter, ich bin besser als der. Und das ist genau das, was Gott uns sagt, nicht zu tun. In Jesaja Kapitel 58, Jesaja Kapitel 58, angefangen in Vers 3. Jesaja Kapitel 58 und angefangen in Vers 3. Warum fasten wir, sagen die Leute, und du, Gott, siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und jetzt kommt Gottes Antwort. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, da geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt doch eure Arbeiter. Seht, wenn ihr fastet, Vers 4, hadet und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Das kann man auch im geistlichen Sinne verstehen. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Und wir sollten auch rein physisch gesehen nicht an unserem Fasttag an Dinge denken oder Dinge tun, die uns von dem Ziel unseres Fastens, der Bedeutung unseres Fastens, unnötigerweise ablenken. Nun, mit diesen einführenden Bemerkungen wollen wir uns nun einmal näher die Zwecke, die Ziele des Fastens anschauen. Zunächst einmal der erste Punkt. Wir fasten, um Gottes Hilfe zu erlangen. Wir fasten, um Gottes Hilfe zu erlangen. Im Buch Esra lesen wir im 8. Kapitel. Esra Kapitel 8, angefangen in Vers 21. Ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, auch hier wiederum der Zusammenhang zwischen Demütigen und Fasten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten, für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen,
Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Vers 23, und so fasteten wir und beteten und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Und wir lesen dann in Vers 31 das Endergebnis dieses Fastens. Und dann brachen wir auf von dem Fluss bei Ahava am 12. Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen, und die Hand unseres Gottes war über uns, und er rettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Also er hatte sich hier geschämt, den König um Schutz zu bitten, weil er dem König gesagt hatte, wir vertrauen auf Gott. Das wäre in gewisser Weise dann ein Widerspruch gewesen. Und er hat dann eben ein Fasten ausrufen lassen, um eben diese Hilfe von Gott auch zu erhalten. Und er hat sie auch bekommen. Im zweiten Buch Chronik finden wir ein weiteres interessantes Beispiel, was Fasten mit der richtigen Motivation erzeugen kann. 2. Chronik, Kapitel 20, angefangen in Vers 2. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres von Edom, und siehe, sie sind schon in Hasseson Tamar, das ist Engedi. Und Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Vers 4. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vorn im neuen Vorhof und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und herrsche über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Lesen wir jetzt Vers 10. Nun siehe, die Ammoniter, die Moabiter und die vom Berge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, Vers 11. Sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Vers 12. Und Gott, willst du sie nicht richten? Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und wenn wir heute in Situationen sind, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, wo wir keine Kraft haben, uns gegen Probleme zu wehren, diese Probleme zu lösen, ist es eine gute Idee, sich mit Fasten an Gott zu wenden und ihn um Hilfe und Rat und um sein Eingreifen zu bitten. Schauen wir, was geschah. Vers 15. Und Jehaziel sprach, merket auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zis heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und seht und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Und dann, wenn wir diese Stelle weiterlesen würden, würden wir sehen, dass Gott diesen Krieg für sie geführt hat. Die brauchten gar nicht zu kämpfen, sondern Gott hat dieses zu ihrem Besten dann gewendet. Wir fasten von ganzem Herzen und verstehen, dass wahre Hilfe nur von Gott kommen kann. Und schauen wir uns jetzt diese Folge des Fastens an in Vers 29 in diesem Fall. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Vers 30. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher, weil eben dieser König mit der richtigen Einstellung sich an Gott gewandt hat. Nun heißt es nicht unbedingt, dass Gott immer so unsere Gebete antwortet, wie wir das gerne wünschen. Aber auch dann muss man sich natürlich dem Willen Gottes unterordnen. Ein sehr interessantes Beispiel finden wir im 2. Buch Samuel, Kapitel 12 und Vers 13, angefangen in Vers 13. Der Zusammenhang ist die Tatsache, dass damals David Ehebruch betrieb mit Bathsheba und dass er dann sogar es bewirkt hat, dass der Mann, der Ehemann von Bathsheba im Krieg umkam. Er war für alles dies verantwortlich. Und dann wurde Bathsheba schwanger und gebar einen Sohn. Aber Gott war sehr zornig über das, was David getan hatte.
denn der Mann von Bathsheba war auch einer seiner treuesten Untergebenen. Und so führt er jetzt einen Propheten zu David, der ihm sagt, wie schwer er gesündigt hat. Und jetzt angefangen in Vers 13 lesen wir Folgendes. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen oder vergeben. Du wirst nicht sterben, weil er hier die wahre Reue Davids erkannte. Aber das bedeutet nicht, dass diese Sünde ohne Konsequenzen blieb. Aber weil du, Vers 14, die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Und da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde, aber er wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Aber am siebenten Tage starb das Kind. Also David hat 7 Tage lang in dieser Weise gefastet. Und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind noch am Leben war, da redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Es könnte ein Unheil oder er könnte ein Unheil anrichten. Als aber David sah, dass seine Männer leise redeten, merkte er, dass das Kind tot sei. Und er sprach zu seinen Männern, ist das Kind tot? Und sie sprachen ja. Und da stand nun David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und als er wieder heimkam, da ließ er sich Speise auftragen und aß. Und da sprachen seine Männer zu ihm, was soll das, was du tust? Als das Kind lebte, da hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und issest? Und er sprach, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Hier sehen wir also eine Stelle, wo Gott in diesem Falle das Gebet nicht erhört hat. Und gleichwohl hat David seinen Glauben an Gott nicht verloren, hat den Willen Gottes anerkannt, war sich natürlich auch bewusst, was für eine schreckliche Sünde er begangen hatte und hat weiterhin dann Gott angebetet. Es geht also darum, dass man nicht irgendwie jetzt Gott zwingen will, unseren Willen zu tun, sondern immer dem gegenüber getreu sein muss, was Gott in unserem Leben vorhat. Der zweite Punkt. Wir fasten, damit unser Glaube gestärkt wird. Wir fasten, damit unser Glaube gestärkt wird. Schauen wir uns eine Stelle in Matthäus Kapitel 17 an. Matthäus Kapitel 17, angefangen in Vers 14. Matthäus 17, angefangen in Vers 14. Und als sie zu dem Volk kamen, da trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer, oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen, sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange noch soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist, in diesem Falle war dieser Knabe von einem Dämon besessen, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund oder geheilt zu derselben Stunde. Und da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen, zu diesem Berge hebe dich dorthin, und so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Aber dann heißt es hier, aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Und einige sagen, diese Stelle befindet sich nicht im Urtext, das ist falsch. Sie befindet sich sehr wohl im Urtext und in der Parallelstelle in Markus 9, Vers 29 sagt Christus genau das Gleiche. Aber hier sehen wir den Zusammenhang zwischen Glauben und Beten und Fasten. Durch Fasten kann in der Tat unser Glaube an Gott gestärkt werden. Der dritte Punkt. Wir fasten, um Gott näher zu kommen, geistlich gesehen. Wir fasten, um Gott näher zu kommen. Kehren wir zurück zum Alten Testament und schauen wir uns eine Stelle im Buch Joel an. Joel, Kapitel 2. Joel, Kapitel 2. Angefangen in Vers 12.
Hier wird der Tag des Herrn angesprochen, eine Zeitspanne von einem Jahr vor der Wiederkunft Christi, der großes Unheil über diese Welt hereinbrechen lassen wird. Aber es heißt hier in Joel 2 und Vers 12, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißet eure Herzen, nicht eure Kleider, und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es gereut ihn bald die Strafe. Wer weiß, Vers 14, ob es ihn nicht wieder gereut und er einen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Hier wird also wiederum Fasten in Verbindung gebracht zu der Notwendigkeit, sich mit ganzem Herzen zu Gott zu bekehren. In anderen Worten, sich Gott näher und näher zu kommen. Im Buch Jona finden wir dies auch bestätigt, in Kapitel 3 und angefangen in Vers 4. Jona Kapitel 3 und angefangen in Vers 4. Der Jona wurde ja nach Nineveh geschickt und hat denen ja gesagt, in 40 Tagen wird eure Stadt zerstört sein. Und als er diese Predigt dann hielt, Vers 5 oder Vers 4 ist angefangen, und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Doch Vers 5, da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das für den König von Nineveh kam, da stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineveh, als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Aber es war nicht nur das Gebet, es hatte auch eine Wirkung oder Auswirkung, und jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, also es ging nicht nur um theoretisches Gebet, es ging also auch um praktische Aktion, als Gott aber ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Wir sehen also, dass dieses Fasten mit einer Änderung der Lebensweise verbunden war. Im Buch Daniel lesen wir Kapitel 9. Daniel Kapitel 9 und angefangen in Vers 3. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Vers 6. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Was ein Kontrast zu der Reaktion der Nineviten. Was ein Kontrast auch zu dem Gebet des Pharisäers im Neuen Testament. Du, Herr, bist gerecht, Vers 7. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat, und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Jetzt lesen wir weiter in Vers 18, aber wir sehen hier auch wiederum, dass wenn wir Gottes Gesetz brechen, können wir auch davon ausgehen, dass Gott uns dafür bestrafen wird.
Vers 18, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Anders wie der Pharisäer, der auf seine große Gerechtigkeit in Anführungszeichen vertraute. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf, tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Vers 20, und als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn meinem Gott lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, ein Engelwesen, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Wir sehen also hier, dass Gott dieses Gebet beantwortete. Aber es war ein aufrichtiges, von Herzen kommendes Gebet. Es war nicht das Gebet des selbstgerechten Pharisäers. Es war das Gebet eines, der seine Sünden und auch die Sünden seines Volkes vor Gott bekannte. Wir sehen also, dass dieses Fasten erfolgte, um Sündenvergebung zu erflehen. Der vierte Punkt. Wir fasten, um Stärke von Gott zu erhalten, unsere Probleme zu lösen. Das haben wir eben schon angedeutet. Noch einmal hier, Matthäus Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Wir fasten, um Stärke von Gott zu erhalten, damit wir unsere Probleme lösen können. Matthäus Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Auch wiederum eine berühmte Stelle. Denn da wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Vers 2, und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher, Satan, der Teufel, er trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Vers 4, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, und jetzt zitiert er die Stelle, die wir eben schon gelesen hatten, aus dem 5. Buch Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Aber warum meinen Sie, meine Damen und Herren, dass Christus 40 Tage und 40 Nächte fastete, bevor er dem Teufel begegnete, um eben Stärke zu erlangen von Gott, um eben die Gewissheit zu haben, dass er dem Teufel begegnen könnte und ihn überwinden könnte, wie er dies dann auch tat? Der fünfte Punkt. Wir fasten, um zu lernen, wie wir andere Menschen besser lieben können. Fasten kann uns dazu bringen, besser oder Menschen besser zu lieben. Schauen wir uns dies im Buch Jesaja an. Jesaja Kapitel 58. Wir hatten ja bereits gelesen, dass Gott sagte, euer Fasten wird nicht gehört von mir, weil ihr mit Hader und Zank fastet. Aus einer selbstgerechten Haltung heraus. Aber jetzt in Jesaja 58 sagt er uns, was für eine Art Fasten dann auch von ihm gehört wird. Angefangen in Vers 6. Jesaja 58, angefangen in Vers 6. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Schauen Sie, Gott sieht unser Herz an, wenn wir fasten. Und das richtige Fasten mit der richtigen Motivation wird dann auch dieses Ergebnis haben, nämlich tätige Menschenliebe anderen gegenüber zu erweisen. In Sacharja Kapitel 7 finden wir ein Beispiel
wo die Menschen nicht aus dieser Motivation heraus gefastet haben und warum Gott dieses Fasten nicht anerkannte. Sacharja Kapitel 7, angefangen in Vers 5. Sacharja Kapitel 7 und angefangen in Vers 5. Sage allem Volk im Lande und den Priestern und sprech: Als ihr fastetet und Leid trugt im 5. und 7. Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr dafür mich gefastet? Und wenn ihr esst und trinkt ihr da nicht für euch selbst? Ist es nicht das, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war und Frieden hatte, samt seinen Städten ringsum und Leute im Südland und im Hügelland wohnten, und des Herrn Wort geschah zu Sacharja, Vers 9, dass der Herr Zebaoth sprach: Richtet recht, und an jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit, und tue nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen, und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Aber sie wollten nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um mich nicht zu hören, und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen. Und es ist so ergangen: Gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte auch ich nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebaoth. Darum habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten, und das Land blieb verwüstet unter ihnen liegen, so dass niemand mehr darin hin und her zog. So haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht. Und Gott sagt, dieses Fasten, was dann geschah, das war auch nicht ein Fasten vom Herzen, das eine Lebensänderung, eine Änderung der Lebensweise hervorgebracht hatte. Sie fasteten, ohne Gott gehorsam sein zu wollen. Und diese Dinge passen eben nicht zusammen. Der sechste Punkt: Wir fasten, um von Gott Leitung zu erhalten, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen. Auch dies wurde eben schon erwähnt, aber hier möchte ich kurz noch eine weitere Situation Bezug nehmen. Wir fasten, um von Gott Leitung zu erlangen, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 13, angefangen in Vers 2, dass die Menschen fasteten, die Kirchenmitglieder, als es darum ging, zwei Diener zu dem Amt eines Apostels zu ordinieren. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Vers 2. Und als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, mit anderen Worten, der Heilige Geist machte dies offenbar: Sondert mir ab Barnabas und Saulus, der Apostel Paulus, der da noch kein Apostel war, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Und dann im darauffolgenden Kapitel werden dann sowohl Saulus als auch Barnabas als Apostel beschrieben und bezeichnet. Es ging also hier darum, eine Ordination vorzunehmen zu einem höheren Rang und aber gleichzeitig eben die Gewissheit zu erhalten, dass dies auch mit dem Willen Gottes im Einklang stand. In Apostelgeschichte Kapitel 14 lesen wir Vers 23. Auch hier geht es um die Ordinierung von Geistlichen. Und da heißt es in Vers 23: Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und letztendlich noch der siebte Punkt: Wir fasten, um Satan, um die Gesellschaft um uns herum und um uns selbst zu besiegen. Es geht ja darum, dass wir Herr werden über unsere eigenen fleischlichen Begierden, über die Versuchungen in dieser Welt und natürlich auch gegenüber Satan, der versuchen wird, uns natürlich zur Sünde zu verleiten und zu verführen. Schauen wir uns im Jakobusbrief Kapitel 4 an, was hierzu geschrieben steht. Jakobus Kapitel 4, angefangen in Vers 5. Jakobus Kapitel 4 und angefangen in Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen
gibt er Gnade. Und wir hatten ja bereits den Zusammenhang gesehen zwischen Demut oder sich demütigen und Fasten. Vers 7. So seid nun Gott untertan. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Auch hier hatten wir den Zusammenhang gesehen zwischen Fasten und Weinen und Leidtragen und Klagen. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Traurigkeit darüber, dass man gesündigt hat, dass man diese Sünde aus seinem Leben entfernen muss. Vers 10. Demütiget euch vor dem Herrn. Und das beinhaltet eben auch Fasten. So wird er euch erhören. Wir fasten, wir klagen wegen unserer Sünden. Wir müssen Satan widerstehen, wie es heißt. Und wir werden uns stattdessen unter die Hand Gottes demütigen müssen. Seinen Willen für uns akzeptieren. Das zu tun, was er uns sagt. Schauen Sie, wir dürfen niemals in unserem Herzen Satan Raum geben. Wir lesen dies in Epheser Kapitel 4. Denn in dem Augenblick, wo wir dies tun, dann wird Satan natürlich dann auch alles das tun, was er kann, um uns weiterhin in die falsche Richtung zu lenken. Epheser Kapitel 4 und Vers 27. Gebt nicht Raum dem Teufel. Aber schauen wir uns auch hier den Zusammenhang an. In Vers 26, wo Paulus sagt, zürnt ihr, so sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Wenn man also zornig ist, wenn man also Streit hat, wenn man sich mit einem gestritten hat, dann soll man alles tun, was möglich ist, um den Zorn abzulegen, noch bevor man ins Bett geht. Denn warum ist das notwendig? Weil Paulus sagt, gebt nicht Raum dem Teufel. Wenn man nämlich den Zorn nicht ablegt, dann wird Satan kommen und weiter dahin verführen, weiter und weiter zornig zu sein. Und natürlich ist der Zorn des Menschen, wie es auch im Jakobusbrief heißt, nicht etwas, was die Gerechtigkeit Gottes tun wird. Also wir sollen Satan keinen Raum in unserem Herzen geben. Vielmehr müssen wir ihm im geistlichen Kampf besiegen. Aber das können wir alleine auch nicht. Und so sagt uns Gott, wie er uns dabei helfen wird. In Epheser Kapitel 6, angefangen in Vers 10. Epheser Kapitel 6 und angefangen in Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Selbst wenn wir irgendwie Streit haben mit jemandem, müssen wir verstehen, dass es letztendlich Satan ist, der dahinter steht. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und mit Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und dann werden einige der Attribute des Heiligen Geistes erwähnt, die wir eben haben müssen, um diesen Kampf mit Satan zu bestehen. Und wenn wir dies tun, dann wird Gott uns auch den Sieg über Satan schenken. Schauen wir uns in Römer Kapitel 16 an. Römer Kapitel 16, was in Vers 20 geschrieben steht. Römer Kapitel 16 und in Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Schauen Sie, Gott wird uns den Sieg geben. Er wird nicht zulassen, dass Satan uns versuchen kann, in einer Weise, wo wir es nicht schaffen würden, ihm zu widerstehen. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Und Fasten kann uns also helfen, diesen Kampf mit Satan zu führen und zu gewinnen. Fasten kann uns heute auch bereits schon helfen, völlige Versöhnung mit Gott zu erlangen. Und deswegen heißt es ja auch, dass wir den Versöhnungstag halten sollen. Denn wissen Sie, die Zeit wird kommen, wenn wir völlig mit Gott eins sein werden. Völlig so denken werden, völlig so fühlen werden, völlig so handeln werden, wie Gott es durch die Person Jesu Christi getan hat und wie er es heute auch noch tut. Und besonders am Versöhnungstag konzentrieren wir uns darauf, mit Gott und unseren Mitmenschen Versöhnung zu erlangen, eins mit ihnen zu werden, eins mit Gott zu werden, eins mit unseren Geschwistern in der Kirche zu werden.
In Johannes Kapitel 10 schauen wir uns diese interessante Stelle an, die Christus hier zum Ausdruck bringt. Johannes Kapitel 10 und in Vers 30. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Er meinte jetzt nicht, dass die eine Person seien. Natürlich nicht. Der Vater und Jesus Christus waren natürlich zwei Persönlichkeiten. Aber sie waren eins in Gesinnung. Sie waren eins in Willen, im Handeln, im Plan. Aber schauen wir uns auch an, was Christus dann sagt in Johannes Kapitel 17 und in Vers 11. Johannes Kapitel 17 und Vers 11. Er sagt, ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber, die Jünger, sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Also auch die Jünger sollten eins werden untereinander, wie Gott der Vater und Jesus Christus eins sind. Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, also für die Jünger, die damals lebten, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, die Generationen hindurch, was heute sie und mich beinhaltet, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Es geht hier um eine Gesinnung. Die Gesinnung, die total identisch sein soll, werden soll, wie die Gesinnung Gottes des Vaters und Jesu Christi. Und so lesen wir im Buch Philipper. Philipper Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Im Philipperbrief Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid oder eins seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das hat ja auch Christus getan, der ja willens war, seine Göttlichkeit aufzugeben, ein Mensch zu werden, um für sie und für mich zu sterben, damit wir Vergebung der Sünden und ewiges Leben erhalten könnten. Schauen wir uns dies an in Vers 5. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, oder wie es besser übersetzt werden sollte, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus es auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt und erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und er hat dies nicht getan um seiner selbst willen, denn er war ja Gott, er brauchte dies nicht zu tun, er hat dies getan wegen ihnen, wegen mir, damit wir Vergebung erhalten könnten, damit wir eingehen könnten ins Reich Gottes. Es geht um die Gesinnung, die Christus hatte, die Christus hat, die Gott der Vater hat, die auch in uns sein muss. Schauen wir uns Galater Kapitel 3 an. Galater Kapitel 3 und in Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer oder eins in Christus Jesus. Schauen Sie, vor Gott zählt nicht die Rasse, das Geschlecht, die Abstammung. Vor Gott zählt, wer ein demütiges Herz hat, der so denkt und so lebt und so handelt, wie Jesus Christus es will. Schauen Sie, wenn Christus zurückkommt, dann wird alle Welt die Versöhnung mit Gott erfahren. Deswegen denken wir heute an den Versöhnungstag. In 3. Mose Kapitel 16. 3. Mose Kapitel 16.
wird die Bedeutung des Versöhnungstages noch einmal klar zum Ausdruck gebracht. 3. Mose Kapitel 16, angefangen in Vers 29. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch, denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein, und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Es soll aber solche Entsühnung schaffen ein Priester, den man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat, dass er Priester sei in seines Vaters Stadt, und er soll die leinenen Kleider anlegen, die heiligen Kleider, und soll so entsühnen. Das Allerheiligste, die Stiftshütte, den Altar, die Priester und alles Volk der Gemeinde, Vers 34, das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel, das gesamte Volk, stellvertretend für die gesamte Welt, einmal im Jahr entsühnigt wegen aller seiner Sünden. Diese Versöhnung für alle Welt, diese Entsühnigung wird kommen, wenn Christus zurückkehrt. Aber schauen Sie, für heute, für wahre Christen heute, die bereits den Heiligen Geist haben, die bereits heute schon aus dieser Welt herausgeführt worden sind, für uns heute soll dieser Versöhnungstag bereits heute schon diese Entsühnung versinnbildlichen. Und so lesen wir im Abschluss Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Wir sind die Pioniere sozusagen, die wir bereits heute schon diese Möglichkeit haben, die für die gesamte Welt in der nahen Zukunft kommen wird. Und so sollten wir heute natürlich schon ganz besonders uns dieser Verantwortung, dieses Privileges bewusst sein. Römer Kapitel 5 und in Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.